Yo, Leute, was geht? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, Alter, das war so ultra knapp gerade. Leute, willkommen heute zurück zu dem Projekt, wo wir zwei dumm sind und lustige Sachen machen. Mit mir und dem Buddy. Wo ist der Buddy hin? Leute, oh. Okay, ich weiß, wo Buddy ist. Liebe Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe heute wieder einen wunderschönen, strahlenblauen Himmel hier in Minecraft für euch mitgebracht, liebe Leute. So, mir geht's auf jeden Fall gut und ich glaube, dem Buddy geht's auch gut. Ich hoffe mal, dass es dem Buddy gut geht, dem alten Döbel hier. Döbel, ist das überhaupt ein Wort? Ich weiß nicht mal, ist das überhaupt ein Wort? Dösel, Döbel, Döbel. Ach, egal, Leute, ihr wisst schon, was ich meine. Jedenfalls hatten wir in der letzten Folge richtig, richtig viele coole Sachen gemacht. Wir waren nämlich hier auf dem Mond, liebe Leute. Wir waren hier auf dem Mond, auf dem, der aus grauem Clay besteht hier auf dem Mond. Und ich habe in der letzten Folge gesagt, ey, wie wäre es denn mal, wenn wir uns einfach mal in den Boden buddeln hier von dem Mond und schauen einfach mal, ob es dort irgendwie auch so eine Art Erdkern oder sonstiges gibt. Weil ihr wisst ja, Leute, es gab ja drüben bei dem Square Planet, nenne ich es jetzt einfach mal, da wo wir waren, dort, oder beziehungsweise da, wo unser Haus steht, dort gibt es ja natürlich Dings, einen richtigen Erdkern, aber ich weiß nicht genau, ob das hier eine Art Mondkern gibt. Versteht ihr, wie ich meine? Mondkern, Erdkern. Nicht? Okay, vergesst es einfach, was ich gesagt habe. Ich glaube tatsächlich, dass es hier so etwas in der Art nicht gibt, Leute. Okay, ich glaube, wir sind jetzt hier sogar schon durch die Hälfte vom Planeten durch. Und hier gibt es tatsächlich keinen, Mittelpunkt des Mondes. Ist jetzt nicht so dramatisch, Leute. Habe ich mir auch eigentlich irgendwie schon gedacht, dass es dort irgendwie keinen Mittelpunkt des Mondes, der Erde, der... Ah, ihr wisst schon, was ich meine. Es gibt halt einfach Buddy. Alter, der Buddy fällt die ganze Zeit runter. Was macht der Buddy denn? Ich habe ihm ja eigentlich nur den Auftrag gegeben, dass er am Anfang bei mir ist und dass er mir bei der Begrüßung hilft. Aber, oh, ich sehe schon, Leute, der Buddy macht hier ein paar Dinge. Der Buddy ist gerade fleißig am Machen hier. Wartet mal, wir werden jetzt nochmal ein bisschen genauer hingehen. Leute, wir haben auch noch eine einzige Seite, die wir bis heute noch nicht erkundet hatten. Nämlich ist das Ganze... Buddy, warte kurz, Buddy. Bevor du weitermachst, Buddy, ich weiß, du willst unbedingt zur Sonne, aber wir werden heute noch nicht zur Sonne gehen, denke ich mal. Denn es gibt nämlich eine einzige Planetseite, die wir noch nicht hier gedingst haben. Komm mal her. Buddy, wo bist du? Buddy! Buddy, komm her. Komm da ganz vorsichtig weg. Komm ganz vorsichtig... Ja, natürlich. So sieht's aus. Wir haben nämlich hier noch eine Seite vom Planeten, Leute. Das haben mir ganz, ganz viele Leute in die Kommentare geschrieben, wo einige zu mir gemeint hatten, yo, Lars, ihr wart ja noch gar nicht auf der kalten Seite dieses Planetens. Und das stimmt tatsächlich. Buddy, pass auf. Wir waren tatsächlich noch nicht auf der kalten Seite von diesem Planeten, Leute, weil wir sind direkt nämlich zum Mars hochgeklettert, beziehungsweise guckt euch mal zum Mond. Guckt euch mal einfach an, wie das Ding hier, seht ihr das? Wie lang einfach diese Treppenstufen dort nach dort oben sind, Leute. Es hat auch mega, mega lange gedauert, das Ganze hier zu bauen und sonstiges. Wie es unserem Flugzeug geht, Leute, werden wir in den nächsten Folgen nochmal ein bisschen genauer uns hinsetzen und das Ganze hier nochmal ein bisschen genauer machen, Leute. Denn wir haben es sogar fast geschafft, dass das Flugzeug wieder funktioniert. Ihr habt das ja in der letzten Folge gesehen. Ich habe schon einiges gemacht hier, dass das Flugzeug wieder anfängt zu laufen, beziehungsweise dass das Flugzeug einigermaßen wieder aussieht wie ein Flugzeug, nachdem unser guter alter Pilot Buddy das Ganze hier zerstört hat, ne? Wir werden auf jeden Fall, denke ich mal, in der nächsten Zeit das komplette Flugzeug fertig bekommen und können dann, denke ich mal, auch wieder hier zurück nach Hause fliegen, ja? Buddy, was ist denn dein Problem? Was ist los? Okay, ich komme mal mit. Du zeigst mir jetzt mal, was dein Anliegen ist und sowas. Oder den Zuschauern zeigst einfach mal, was dein Anliegen ist. Zeig mal her. Okay, was schreibt er denn gerade? Er schreibt... Buddy, hast du's? Okay. Ah, ich glaube, er braucht ein bisschen länger, um zu schreiben, Leute. Wir können uns überlegen, wie wir am besten nach dort unten kommen, um... Ich war da unten. Also er war anscheinend schon mal... Warte mal. Du warst noch nicht da unten, Buddy. Du warst noch nicht da unten. Ich muss mir das ja auch nochmal ein bisschen genauer angucken. Und ich glaube tatsächlich sogar, dass es hier... okay, ich weiß nicht, ob Buddy das gemeint hat mit dem, dass er unten war, weil er runtergefallen ist und dann, ne? Geh mal da weg. Oh nein, Buddy, es tut mir leid, Warte mal, können wir nicht das hier irgendwie mal so wegmachen oder sowas in der Art? Ganz entspannt bleiben, Leute, ganz entspannt bleiben. Zack, hier einmal rübergesprungen. So. Hier muss doch irgendwo noch... Das ist ein Haus, das ist sogar so eine Art Iglu, Leute. Vielleicht. Buddy, hast du eine Schaufel dabei? Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier irgendwie nach da drüben können, weil ich würde schon gerne irgendwie in dieses Dings da reingehen, in diese Schneewelt da rein. Buddy, guck mal, ob du... Genau, perfekt. Guck mal, ob du irgendwie was craften kannst gerade mal, weil wir können uns jetzt schlecht irgendwie nach da hinten bauen oder sonstiges, weil es hier tatsächlich gar kein Dings gibt. Nichts zum Abbauen und nichts zum Hinbauen. Oh ja, Schneebälle. Oh, sehr gut, sehr gut. Zack. Dann bauen wir uns jetzt mal kurzerhand so nach da drüben irgendwie. So, wir haben jetzt hier... Ich habe ganz viele Schneebälle. Nein, Buddy! Oh, oh. Ja. Das war ein Buddy gewesen, Leute. Das war er gewesen. Hier ist auf jeden Fall dieses Iglu, wo ich jetzt rein wollte. Hier ist eine Kiste drin. Hier haben wir einen Wolf. Wir haben hier tatsächlich einen Wolf, Leute. Das bedeutet, wenn wir noch irgendwie rohes Fleisch... Hi.
wenn wir noch irgendwie rohes Fleisch oder sowas in der Art haben, dann könnten wir theoretischerweise sogar uns diesen Wolf zähmen, beziehungsweise auch mit Knochen und sowas, ihr wisst Bescheid. Dann könnten wir vielleicht sogar gucken, dass wir uns hier einen eigenen Wolf machen, ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. Das wäre, glaube ich, mal ganz interessant. Gibt es hier nochmal irgendetwas, was wir noch nicht genauer erkundet haben? Ich glaube, oh, doch, da unten ist sogar noch ein Haus. Müssen ganz vorsichtig dahin gehen. Buddy, du musst aufpassen. Oh, hier, guck mal. Das ist sogar ganz gut. Da können wir hier nochmal gerade ein bisschen Stein mitnehmen, Leute. Das ist nämlich, glaube ich, mal gar nicht so dumm, wenn wir hier nochmal ein bisschen Stein mitnehmen. Denn dann können wir hier sogar tatsächlich Dings uns auch hochbauen und sonstiges. Ne, ihr wisst Bescheid. So, Perfektomatico. Wir gucken mal, dass wir uns da ganz vorsichtig auf das Iglo hier begeben. Hier haben wir ganz viele Zuckerstangen sogar. Das sieht voll lustig aus irgendwie, dass sie so diese ganzen Zuckerstangen hier vom Weihnachtsmann einfach sind. Hier gehen wir jetzt mal kurz rein. Okay, ist gar nicht mal so einfach, wie ich es mir gedacht hatte. Hier haben wir wir haben hier Schneeblöcke. Dann haben wir übertrieben viele Schneebälle. Hier haben wir Nametag. Das wäre, glaube ich, ganz nice, weil mit einem Nametag, ich wollte doch mit irgendwie, was wollte ich umbenennen genau? Ich weiß es nicht mehr. Ich wollte irgendwas, glaube ich, umbenennen hier mit dem Buddy. Du musst aufpassen, Mann. Mensch. So, wir haben jetzt auf jeden Fall mega viel Zeug schon in unserem Inventar. Gibt es hier noch irgendwo etwas, was wir noch nicht genau erkundet hatten? Ich sehe jetzt gerade nichts, ne? Ich sehe jetzt gerade tatsächlich nichts. Oh, guck mal, da drüben, Buddy. Pass auf, nicht wehtun wie beim letzten Mal. Alter, das war aber richtig gut hier gerade so. Gucken wir mal hier so rein. Aha! Das ist ganz nice, Leute. Hier ist nämlich der andere Anschluss zu dieser Höhle, die wir mal gefunden hatten, wenn ihr versteht, was ich meine. Weil ich denke mal, dass hier komplett unterhalb der Erde so ein komplettes Höhlensystem langläuft. Und dort ist dann hier zum Beispiel wie Eisen, ganz viel Eisen. Wir können uns eigentlich auch mal hinsetzen, Leute. Ich glaube, wir haben jetzt sogar genug Eisen, um uns irgendwie eine Eisenrüstung zu machen, weil der Buddy läuft jetzt einfach schon seit Folge 1 mit diesen komischen Schuhen rum und mit dem. Und ich laufe halt jetzt mittlerweile mit dieser braunen Tunika hier durch die Gegend und sowas, mit der Ledertunika. Wir gehen, glaube ich, mal ein bisschen tiefer hier ins Erdinnere und schauen einfach mal, ob das tatsächlich so stimmt, wie ich das sage, dass hier alles miteinander gekoppelt ist, dass hier alles miteinander verbunden ist hier unter der Erde. Buddy, hast du zufällig noch Holz? Komm mal bitte mit, Buddy. Hast du noch zufällig Holz hier mit dabei? So, wir machen das hier mal kurz hier weg. Ich habe nämlich gar keine Fakalawis mehr, Leute, aber ich habe noch Dings. Ich brauche ein bisschen Holz. Buddy, hast du Holz? Gib mal ein bisschen Holz her, damit wir hier nochmal kurz unten unterhalb ein bisschen erkunden können. Zack, machen wir jetzt hier mal ein paar Dings, Torches damit, zack, so, dann haben wir jetzt hier erstmal ein paar Torches, was ist los, achso, ich habe gerade gedacht, es ist irgendwas passiert, aber er will mich einfach nur ärgern mit den Schneebällen, so, es ist tatsächlich nicht so, wie ich gesagt habe, ich dachte tatsächlich, dass hier unten irgendwie die Höhle weitergeht, gab es hier nochmal irgendwie so eine Abzweigung oder sowas in der Art, gab keine Abzweigung, Okay, dann sollte es halt nicht so sein, Leute. Ich würde mal sagen, wir gehen wieder nach oben. Okay, Leute, nachdem wir wieder oben angekommen sind, hatte ich nämlich vorgehabt, erstmal kurzerhand die ganzen Schneebälle aus meinem Inventar rauszunehmen. Und dann habe ich überlegt, tatsächlich uns hier den Nametag zu nehmen und dann irgendwie vielleicht ein Schaf oder sowas umzubenennen. Oder vielleicht dem Buddy einfach irgendwas auf den Kopf zu setzen, damit er einfach die ganze Zeit irgendeinen so dummen Namen über sich stehen hat. Aber ich werde eher dafür, dass wir irgendwie die Schafe hier ein bisschen umbenennen oder sowas. Buddy, hör auf, die Schafe mit den Schneebällen abzuwerfen. Hä, funktioniert das? Warte mal. Ich nehme jetzt hier auch mal ein paar Schneebälle so in die Hand. Guck mal. Willst du dir ein Dings bauen, ein Iglu? Möchtest du dir ein Iglu-Haus bauen? Was möchtest du dir dann bauen, Buddy? Erzähl mal. Komm, erzähl mal den Zuschauern, was du dir da jetzt hinbauen willst. Komm. Warte, was tut der da schon wieder? Was soll das werden? Soll das eine Schneeburg werden? Oder ein Schneehaus? Ach so, du willst eine Schneeballschlacht machen? Okay, wenn du eine Schneeballschlacht machen willst, warum eigentlich nicht? Ich bin hier drüben. So, wir machen jetzt hier auch nochmal ein bisschen Dings hin. So, ein Schutzwall, damit uns der Buddy hier nichts tun kann. Dann machen wir jetzt mal kurz, zack, hier, so. Hä, Buddy, was willst du machen? Hä, komm, und drei, und zwei, und keine Schlägerei. Los. Das ist so bescheuert. Nein, du darfst nicht rüberkommen, das ist unfair. Geh wieder auf deine Seite. Geh wieder auf dein Schneedings drauf. So, okay. Leute, wir werden ihn so fertig machen, Mann. Wir werden ihn so fertig machen. Los, bist du bereit? 3, 2, 1, los! Alles voll unfair. Der hat sich einfach so Cobblestone gemacht. So, warte, wir müssen uns hier verstecken kurz. Kurz nachladen hier das Ganze. Zack, zack. Hier kurz nachladen und dann 3, 2, los! Mega witzig, Alter. Gute Idee, Buddy. Das war echt eine nice Idee jetzt, dass wir eine kleine Schneeballschlacht machen konnten. Aber wir müssen eigentlich alles loswerden. Wieso zur Hölle steht hier schon wieder dieser Hebel mit... Okay, anscheinend hat der Buddy irgendwie so ein Hebel-Fable hierfür. Wisst ihr, wie ich meine, Leute? Also er mag irgendwie sehr, sehr gerne Hebel umlegen. Willst du ein paar mehr Hebel haben, Buddy? Wann hast du eigentlich Geburtstag? Ich weiß gar nicht, wann Buddy... Weißt du, wann du Geburtstag hast?
Er weiß selbst, glaube ich, nicht, wann er Geburtstag hat, Leute. Ich denke mal, dass er das irgendwie nicht selbst irgendwie weiß. Ist ja auch egal. Buddy, du kriegst von mir auf jeden Fall zu deinem Geburtstag ein paar Sachen geschenkt. Wir denken uns einfach mal was Feines aus. Wir haben auf jeden Fall noch den Wolf hier, Leute. Den Wolf werde ich, denke ich mal, in der nächsten Folge dann spawnen und doch eventuell zähmen, Leute. Dann... Merigen. Okay, ich glaube, er versucht sich gerade zu korrigieren, Leute. Naja, ne, ist halt der Buddy, was soll man dazu sagen? Er hat auch hier schon angefangen, den Weg zur Sonne zu bauen, Leute. Weil ich glaube, der Buddy möchte tatsächlich in der nächsten Folge zur Sonne gehen. Und ich bin auch sehr, sehr gespannt, was in der nächsten Folge passieren wird. Was denn so die Sonne mit sich bringt, Leute. Ich würde sagen, Buddy, schreib nochmal kurz dein Zeug fertig. Morgen. Ach, du hast morgen Geburtstag. Oh, dann werden wir dir auf jeden Fall in der nächsten Folge gratulieren. Dann werden wir dir auf jeden Fall hier eine kleine Geburtstagsfeier oder sonstiges hier machen für dich und sowas. Und ich würde sagen, Leute, wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viele produktive Dinge für heute getan. Ich würde mal sagen, Leute, abonniert den Kanal, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Und da lasst einen Daumen nach oben da für mehr mit Buddy. Und wir werden in der nächsten Folge, denke ich mal, auf diese Sonne da drüben gehen. Und werden dem Buddy natürlich zum Geburtstag gratulieren. Werden noch einige andere Dinge tun, wie zum Beispiel mit diesem Wolf hier und so weiter und so fort. Also Leute, ihr wisst Bescheid. Nächste Folge wird mega, mega cool. Und ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute. Und tschüssi, Kowski.